Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge mit mir, den Mr. Zocker und unserer Young to Glory Serie bei Hansa Rostock mit alias Frank Pagelsdorf. Kleine Info zuvor, klar, ihr habt es bestimmt mitbekommen, es gab jetzt in den letzten Tagen keine Hansa, keine HSV und keine Preußen Münster Spielerkarriere Folgen. Das hatte folgenden Grund gehabt: ich hatte kurzfristig eine kleine OP an meinem linken Auge, deswegen konnte ich auch mich schlecht darauf vorbereiten, mehr zu produzieren. Das ist jetzt aber gewesen. Die OP verlief ganz gut, es heilt alles ganz gut und ich kann jetzt auch wieder ein bisschen zocken. Sagen wir es mal so, ich kann jetzt ein bisschen aufnehmen und was sehe ich jetzt hier zum Beispiel? Aubameyang ist für 78,5 Millionen vom BVB nach Chelsea gegangen. Donnarumma ist von AC Milan für 76,3 Millionen zu Real gegangen. Und für 67,5 Millionen ist Suso auch von AC Milan nach Chelsea. Da hat 130 Millionen AC Milan einfach mal eingenommen. Das ist mal eine Rekordsumme. Ja, also hui, 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 hui. Oh, Sportiello ist für 12,8 Millionen einfach mal von auch einem italienischen Club. Ich kann es jetzt gerade nicht erkennen, von welchem das jetzt ist, zu Albion gewechselt. Und Lemar ist von Monaco für 52,6 Millionen zu Juventus. Also von Frankreich nach Italien, von Italien nach England und von Deutschland nach England sind halt schon mal gute Dinge. Wir stehen jetzt aber, wie gesagt, vor einer DFB-Pokalrunde und wir gehen nochmal ganz kurz ins Büro, da bin ich nämlich gerade vorhin gerade reingestolpert und Willi Evis und sein Agent haben sich mit Orwell Arlen geeinigt. Der Verkauf von Willi ist für 700.000 durchgeführt. Unser Transferbudget wird sich um 475.000 erhöhen. So, und wir haben wieder Jugendberichte und zwar hier von ich muss mal ganz kurz gucken, kann man das eigentlich nochmal sehen, von wem das ist? Nö, kann man gar nicht sehen. So, dann gucken wir einfach mal. Andreas Zimmermann, der ist ja in Holland noch und ich habe ja mal gesagt, ne, ein Monat ist einfach viel zu wenig, um zu schauen. Wir holen uns diese Leute gerade mit Potenzial 81, 94 einfach zu schnell rein und stellen dann einfach fest, dass sie unter dem Potenzial liegen und dann haben wir aber einfach mal übelst viel Geld dann immer ausgegeben und deswegen würde ich einfach sagen, behalten wir die noch in der Liste der Scouts und sortieren halt einfach nur die aus, die dann halt nichts werden. Wie zum Beispiel hier, Vandermeer mit 73, den können wir zum Beispiel ablehnen. Auch Höxtra können wir ablehnen mit 77, De Witt können wir noch lassen, Meier können wir auch ablehnen, genauso wie De Viers. Und dann würde ich sagen, nämlich lassen wir diese beiden noch, dass er die noch einen Monat mitscoutet. Und dann am Ende von den drei Monaten gucken wir, wer hat dann noch 94er oder über 90er Potenzial. Oh, es wird sogar aufgelöst. Also, wir müssen sie reinnehmen. Damit habe ich jetzt natürlich gar nicht gerechnet. Okay, dann holen wir die natürlich jetzt zur Jugendmannschaft. Die Jugendmannschaft ist komplett. Um diesen Spieler zu verpflichten, musst du Jugendspieler Profi abgeben. Ach du heilige Scheiße! Was ist denn hier jetzt los? Okay, okay, okay. Das bedeutet, wir müssen uns überlegen, was wir mit gewissen Leuten machen. Hier zum Beispiel Hyung-Dung. Der hat eine 75 bis 89, ist 16 Jahre alt, 52. Das wird nichts. Also den gebe ich einfach frei. 85, obwohl der hat schon eine 59 als Linksverteidiger, den können wir noch ein bisschen lassen. Der ist 18 Jahre alt, den hole ich mir auf jeden Fall, 81 bis 87 Potenzial, den gebe ich in die Profi-Dings. Ihn können wir noch lassen, er ist 16, hat 78 bis 84, ihn geben wir frei.
Thomas Schulte ist auch wieder so ein Kandidat für unsere Dings, die holen wir uns noch. Nehmen wir mal ganz kurz. Wir sind noch am Anfang. Ja, okay. Nee, den lassen wir noch ganz kurz. Den lassen wir noch kurz drin. Den müssen wir drinnen lassen. Den können wir auch nicht. Hier, rechtes Mittelfeld. Wir hatten eine 53, 67 Dings. Nee. Henriksen, das wird nichts mit uns. Er hat noch eine 92, das bedeutet Ostergaard. Den holen wir uns auf jeden Fall schon mal in die erste Mannschaft, denn mit seinen 92 ist er definitiv perfekt dafür. 64, 84, 52, das wird nichts. Also geben wir den 3, den können wir noch nicht. Hier haben wir auch 71, 87. ZDM, das ist einfach zu wenig, um dort aufzugehen. Wenn wir noch einen ZDM mit 93, 88 hat er jetzt schon. Den lassen wir dann nochmal ein bisschen drinnen. Und dann können wir die anderen beiden Jungs halt auch noch reingehen. Pflicht und der Pflicht. Und hoffen wir einfach mal, hier, er hat den Vertrag akzeptiert. Die Fortschritte der Neon. Wir gucken noch den letzten hier mit rein. Ich weiß nicht, ob jetzt der jetzt auch irgendwie seinen letzten Monat hat. Ich guck mal ganz kurz durch. 91. So, wenn wir jetzt zurückgehen. Auch für dieses Land wird aufgelöst, Dänemark. Dann müssen wir die Jungs natürlich noch ein bisschen mit reinnehmen. Und wir können sie noch holen. Alles klar. Das bedeutet, liebe Leute, ich weiß jetzt gar nicht, darauf war ich jetzt so schnell vorbereitet. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, such doch bitte Länder aus. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich noch welche in der Reserve habe oder ob ich welche aufgeschrieben habe. Schreibt da einfach mal rein. Wir brauchen definitiv Internet. Ja, also wir können jetzt nochmal ganz kurz in die Mannschaft zum Tag reingehen. Also das ist auch ganz gut. Ihr seht ja, unsere vordere Hälfte ist schon ganz gut, aber Nadine und Riegel und so, die sind halt alles noch echte Spiele. Uns fehlt es halt einfach an sogenannten Verteidigung. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Da ist es doch, 7,8 Millionen Dings und da ist einer für 4 Millionen mit allen Dings und deswegen auch diese ist jetzt verfügbar. Das sollte definitiv mal richtig reinhauen. Also 3 können wir jetzt in der nächsten Folge definitiv schon mal auf die Suche nach den Verteidigern schicken. Und jetzt wird es schwierig. Wir haben ja gesagt, wir wollen erst wirklich spielen. Richtig, wenn alles mit Dings vollgesetzt ist. Und das können wir halt noch nicht. Wir können halt noch nicht. Denn, wie gesagt, Nadine und Riegel sind noch echte Spieler. Nur unsere beiden Außenverteidiger sind halt auch schon Jugendspieler. Und deswegen müssen wir sogar selbst die erste Runde hier erstmal simulieren. So, es ist der 25. August, 18:30 Uhr. Wir versuchen uns wieder die Bielefelder zu Hause. Es ist schönes Wetter hier in Bielefeld und wir wollen gewinnen. Und Teixeira macht schon den ersten Elfer. Und Kwaśniewski hat sich verletzt schon in der 20. Minute. Wir können bis jetzt keinen Vorteil rausholen, aber Cardoso holt uns zum 1:1 beschützt. Macht da gleich 3 Minuten später das 2:1, nöte sogar das 3:1 und damit ist alles gelaufen für diese Saison. Wir kamen nicht mal mehr über die erste Runde. So geht es uns halt in dieser Phase. Gucken wir mal, was die weitere Spielerentwicklung bringt. Wir laden einfach mal die letzten und es bringt halt noch nichts. Wir sind halt noch nicht gut genug für die VIP-Runde und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir halt noch in der dritten Liga geblieben sind mit unseren Jungs. Und schauen wir mal, ob wir in der ersten Reihe da noch irgendwas gebacken bekommen. Vielleicht noch ein paar Penner. So, wir haben noch ein Angebot für unseren Torwart bekommen. Er ist ja sowieso sehr unglücklich.
Deswegen würde ich auch sagen, machen wir gar nicht viel drumherum. Wir nehmen das Angebot halt einfach an, denn wir wollen ja, dass wir endlich mal vorangehen. Wir bekommen noch 155.000, dafür, dass wir wenigstens in der Runde ausgeschieden sind. Wird jetzt hier vielleicht noch am Ende irgendwas passieren? Wir kriegen auch irgendwie keine Jungs irgendwie verliehen. Ne? Also wir haben ja auf der Transferliste haben wir auch ein paar Punkte. Also ich würde jetzt nur mal so sagen, wir sind zum Beispiel Transferliste. Auf der Transferliste sind zum Beispiel diese Jungen hier. Ja, sie sind alle zur Laie. Sie wollen alle hier irgendwie keine Sau haben. Und deswegen sage ich ja, es wird recht extrem schwierig, die Jungs irgendwo an den Mann zu bekommen. Verkauft, 375 bekommen wir zu Transfer. Wir haben hier 2 Kopf plus im Rahmen. So, dann ist auch das Transfer beendet und ich muss ein bisschen gestehen, irgendwie bin ich recht skeptisch und ich bin recht überrascht, weil zum Beispiel so einen Jungen hier in der Mannschaft zu behalten oder sagt ihr, solche Leute, die eine Gesamtwertung von 45 haben oder unter 60, stoßt die Leber ab, da bist du halt einfach nur am rumkrepieren und gibst unnötig Geld aus. So, und da haben wir jetzt die erste Info zum Beispiel. Das erste Mal haben wir es hier gehabt, ein Jugendspieler will weg. Ich habe gerade erfahren, dass Tom Schulz seine Frau lösen will, weil er glaubt, es wäre soweit. Die erste Mannschaft seinen Schluss scheint der Also würde ich sagen, holen wir uns unseren guten Vorwand jetzt mal in die erste Mannschaft von Schulte. Er wird natürlich nur so ein Potenzialmäßiger sein, der auch auf jeden Fall auch auf die Leine ist. Aber er könnte einer sein, der hierfür sehr viel Geld loswerden kann. So, und ich habe mal ein bisschen jetzt simulieren lassen und dann gucken wir mal, wie wir so gegen den KSC gespielt haben. Niederlage 2:1. Dresden haben uns ja mal eine richtige Leite geleistet. 4:0. Es geht richtig bergab. 1:0 wenigstens ein Sieg gegen Jena, ein Sieg gegen Bremen, die zweite. Also es läuft wieder ein wenig und auch ein Sieg gegen Köln. Also 3 Siege, 2 Niederlagen. Das irgendwie haben wir wieder ein Informationen, in welche Länder wollen wir die 3 Jungs schicken. Wir suchen jetzt only Innenverteidiger, liebe Jungs. Und damit freue ich mich bis auf die nächste Folge. Bis dann, liebe Zuckerfreunde, und haut rein!